Hallo zu Backen und Kochen mit Stefan. Ja, der Sommer steht vor der Tür. Es gab ja auch schon ein paar schöne heiße Tage und darum habe ich mich entschlossen, mal so ein kleines Special zu machen. Und zwar geht es da um Cocktails. Dafür werde ich kleine Clips machen, wo ich einzelne Cocktails zubereite. Wichtig dabei ist natürlich das obligatorische Schirmchen. Und ja, es ist wirklich fast so wie beim Backen. Also die Zutaten sollten stimmen, vor allem die Mengenangaben, genau wie beim Backen. Beim Kochen ist es ja nicht ganz so wichtig, aber hier bei den Cocktails ist es eigentlich auch ziemlich wichtig. Lass uns mal schauen, ich gehe jetzt mal hier in meine Werkstatt und dann lass uns mal loslegen mit dem ersten Cocktail. Grüß Gott zu Backen und Kochen mit Stefan und dem Sommer-Special Cocktails. Diesmal gibt es einen total erfrischenden Clover Club. Dafür geben wir 3 bis 4 Eiswürfel in unseren Shaker. Dazu kommen 8 cl Gin, 4 cl Grenadinesirup, der Saft von einer Zitrone, also etwa 1 bis 2 cl. Und ganz wichtig, ein ganz, ganz frisches Eiweiß. Da müsst ihr drauf achten, Bio-Qualität oder ähnliches. Also bei dem Eierhändler eures Vertrauens kauft das Ei, denn es muss super frisch sein. Wir werden es roh verzehren. Dann alle Zutaten im Shaker kräftig schütteln, sodass es einen richtigen Schaum gibt. Also ihr könnt ruhig mal zwischendurch nachschauen. Richtig kräftig shaken. Ja, zum Schluss durch das Sieb im Shaker in euer Cocktailglas gießen. Vielleicht noch mit einer Erdbeere den Rand verzieren. Und fertig ist euer total erfrischender Clover Club. Schaut auch mal nach meinen anderen Videos, speziell im Sommer Special Cocktails. Da gibt es mittlerweile jede Menge Cocktailrezepte. Ist bestimmt auch was für euch dabei. Schreibt mir Kommentare, ich antworte auf alles, versprochen. Liked mich, abonniert mich, ich freue mich über alles und danke schon mal für die, die es getan haben. Lasst es euch schmecken, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.